Munition. New York wird systematisch befreit. Finde ich gut. Geh mal weg. Ich muss hier Dinge tun. Vermutlich muss ich dafür Leute töten, deswegen bräuchte ich das Plakat gar nicht. Geht weiter! Diese Decken gehören alle mir! Infizierten Decken verbrennen? Was? Haut ab! Das sind meine Decken! Ja, Spiel. Scroll jetzt einfach mal ganz kurz den Chatbuch, damit ich da auch ja nicht sehen kann, was da sonst noch passiert. Ja, ich würde gerne gehen. Decken sind nicht billig. Sie sind mit den Pocken verseucht. Du musst so schnell wie möglich zu einem Doktor. Ah, verdammt. Okay. Da muss ich also niemanden umbringen. Dann nehmen wir auch dieses Plakat runter. Ich habe ein Plakat entfernt und schon kennt mich die ganze Stadt nicht mehr. Ja, ich gehe jetzt einfach mal systematisch vor, weil wir müssen es ja irgendwann mal machen, beziehungsweise es hilft uns ja. Kein Verräterhund? Braver Hund. Ja, genau. Halte die Maus still. Hallo? Das war doch 360 Grad. Da muss doch irgendwann der Punkt sein. Laut Plakatlogik könnte er sich auch einfach ein Pickel malen oder die Mutter mal ein kleiner würde ihn mehr erkennen. Ja. Oder müsste sich einfach nur einen Hut zulegen. Och. Dieses Schloss. Zwölf Jahre später. Ich vermute mal, das ist wahrscheinlich mit dem Controller einfacher, weil du da die Achsen besser bewegen und steuern kannst. Bei der Maus ist es relativ, ist es nicht so einfach hinzugehen und beide Achsen gleichzeitig, also eine Achse leer zu lassen. Oh, guck mal, da wäre noch ein Plakat, wenn wir eins bräuchten. Also, wenn sie da ein Plakat aufhängen. Krankenhunde erlegen. Wo sind die anderen? War das jetzt der eine und das war's dann und die anderen kommen woanders? Hoch. Hier kann man also hoch. Interessant. Lalalala. Kommen Sie doch mal mit. Ach, natürlich. Das Schöne ist, wenn man daneben hergeht und die Frau einen Reifrock anhat, man könnte alles sehen. Aber wir sind hier
der Kanal richtet sich zwar an Erwachsene vom, Label her, aber das stört ja jetzt nicht. Achso, da kann ich nicht durch. Was? Warum? Benutzt doch mal Weichspüler! Was ist das? Ich meine, gut, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich an Wäsche... Ah, das macht Sinn. Kinder, die einen schubsen und einfach Frauen runterfallen lassen und das witzig finden. Die Pranks des der Unabhängigkeitszeit. YouTube war gestern. Frauen auf den Boden fallen lassen, die auch noch. Also kranke Frauen auf den Boden fallen lassen, ist heute. Nein, war gestern. Pranks sind heute so rum. Sehr geil. Klingt nach meiner Kindheit. Ach, du bist auch früher rumgerannt und hast Leute geschubst, die Frauen getragen haben. Ja. Wer hat das nicht getan? Es gab damals keine Weichspüler. Die Wäsche war so hart, dass man nicht mehr durchgehen konnte, wenn sie am Haken hing. Und Frauen von anderen Leuten Händen umschubsen, das war... noch viel geiler als Kühe schubsen. Mache ich sogar heute noch Tradition aufrechterhalten. Ja klar, man muss bestimmte Dinge einfach der nächsten Generation weitergeben. Wie zum Beispiel fliegendes Mauerwerk. Das schafft heutzutage auch fast keiner mehr. Kann ich dir die Dame in die Hand drücken? Reicht das, wenn ich sie ablege? Ja, gut, danke. Nein, ich rede mit dir nicht. Ich nehme mir das hier einfach nur mit. So, da hinten sind nochmal... Die machen wir noch, weil... Dann sind wir da oben fast fertig. Kommt halt drauf an, was wir da oben sonst noch so finden, wenn wir später irgendwann mal da durchrennen. Manchmal waren die Frauen- und Kühlschubs dasselbe. Richtig. Das ist manchmal einfach ein fließender Übergang. Ich meine, wie oft hat man Frauen schon auf irgendwelchen Weiden sehen und wie sie da geschlafen haben? Im Stehen. Auf allen Vieren. So, was haben wir da? Wieder infizierte Drecken. Geht weiter! Diese Decken gehören alle mir! Ja, jetzt auch. Während sie jemanden gemolken hat. Richtig! Man schubst die Frau um, während sie die Kuh melkt und dann fällt die Kuh mit um. 2 in 1. Du solltest sofort einen Arzt aufsuchen. Na wunderbar. Ich bin sehr froh, dass man diese Diagnose nach den Pocken per Ferndiagnose machen kann. Ich wollte da eigentlich durch. Ja, so. Ja, das stimmt schon, aber das geht dich eigentlich gar nichts an. Wo? Danke. Aber ich muss sagen, so viele Glitches, wie ich jetzt hier im Dreier finde, habe ich im Zweier, also in den Zweierteilen nicht gefunden. Och. Also die Qualität vom Spiel... ist zwar immer noch sehr hoch, hat aber meiner Meinung nach leicht abgenommen. Komm her, du fliegendes Wissen. Nicht geschafft bis jetzt. Was tust du? Sollst du... Ja gut, dann ist das jetzt weg. Das ist ja sehr schön. Ja, immer noch Seite ist verloren. Oh nein. Dann schauen wir mal, was wir da holen können.
Aber was ich sehr, sehr geil finde am Dreier, ist, dass hier auch Ratten, Katzen, Schweine und hast du nicht gesehen, über die Straße rennen. Also, wie gesagt, grafisch ist dieses Spiel super top. Kann ich denn jetzt... Ja, jetzt komme ich hier durch. Aber eben habe ich jemanden getragen, da konnte ich da nicht durch. Welche Logik. Oh, geil. Ja, habe ich gerade was gesagt von der Qualität und so? Was ist das denn? Wusstest du, dass es eine Azidale gibt, in dem du Truthahn für die Bruderschaft anheuern kannst? Jetzt zieht sich dann das Assassin. Und es ist bei der Bruderschaft. Ja, ich glaube, davon habe ich schon gehört. Davon habe ich tatsächlich schon gehört. Ich weiß aber nicht mehr, welcher AC-Teil das war und was man da tun musste. Aber vermutlich war es der Dreier, weil Truthahn und Amerika und so. So, können wir das doch mal machen. Ja! So, können wir jetzt auch... Achso, wenn wir einfach nur durchgehen, dann... Alles klar. Ja, nun, zumindest sind wir diesmal mal auf den Boden aufgekommen, nicht am Ast zerschellt. Was ist das für ein Bug? Oder so ähnlich. Ich leider auch nicht, aber wäre interessant, ob so ein Truthahn in der Bruderschaft. Ja. Meines Wissens nach kannst du dann auch hingehen und dem Truthahn wie allen anderen Assassinen Befehle geben. Sprich mit, komm vorbei, hilf mir und so ein Scheiß. So, aber ich musste ja trotzdem irgendwie lang. Versuchen wir es mal hier neben. Boah, unglaublich. Hier komme ich durch. Da fliege ich nicht einfach weg. Wasted, genau. Ich habe gehört, der kann nichts außer gut aussehen. Na gut, das wäre natürlich auch möglich. Klappt das auch nach draußen? Nein. Und weg. Sehr geil. Ich kann das auch mit Fäusten. Ich habe keine Ahnung was, aber du warst rot und von daher... Hallo, hier war doch gerade ein Interagieren. Ja, und jetzt bleibt er wieder da 3 Stunden lang stehen, um zu schauen, ob es wirklich brennt. So, dann gehen wir mal weiter da lang. Was? Warum jetzt? Hallo, würdest du... Ja, so kann man natürlich auch abwarten, bis die Kugeln durch sind. Schön wäre es, wenn du jetzt einfach mal... Achso, ich muss anonym werden. Alles klar. Vor allen Dingen, du sollst in die Richtung rennen. Und der rennt einfach in die andere Richtung. Das ist manchmal sehr interessant.
Nichts passiert. So, jetzt können wir doch zumindest das Trinket machen. Ja, genau, da war wieder die steinharte Wäsche. Manche Spiele sollte man doch lieber einen Bug-Simulator nennen. Ja, das beste Beispiel dazu war ja der Goat Simulator. Der ja auch... Gut, da haben sie ja die Bugs gefixt, muss man dazu sagen. Außer die, die einfach nur Glitche waren und gut aussahen. Und ja, es gibt Spiele, die sind einfach so gut gefixt. Hallo Schwein. Da hast du einfach keine Worte für. Mir fällt jetzt gerade leider kein Beispiel ein. Und diese blöde Almanach-Seite ist natürlich unten gewesen. War ja klar. Was haben wir denn hier noch? Was bist du eigentlich immer? Ein Kurier. Ach komm. Und dieser blöde Chat ist wieder hochgescrollt. Goat Simulator ist doch nur so beliebt wegen den Bugs, dachte ich. Ja. Also, weil es da einfach zu geile Bugs und Glitches gab. So, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Blabla. Das heißt, ich muss mal kurz ruhig sein. Wir sprachen gerade über eure Erfolge. Das Militär scheint hinter euch her zu sein. Ich habe sie aufgeschreckt. Das macht unser Vorhaben nur noch schwerer. Der Mann, den wir jagen, hat sich versteckt. Und das im Schutz seiner Soldaten. Dann kämpfen wir uns zu ihm vor. Schier unmöglich. Selbst für einen Mann mit euren Fähigkeiten. Doch ich habe eine unkonventionelle Idee. Ihr seid unser Gefangener. Und wir präsentieren euch für das Kaufgeld. Auch sehr nett. Das mit dem Gefangener hatten wir bei dem Spiel schon. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe, some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets.
When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.